Herzlich willkommen zum Adventskalender-Türchen Nummer 13. Schauen wir mal, was wir heute zu tun haben. Heute basteln wir einen Adventskranz. Ist natürlich eigentlich ein bisschen spät, aber für alle, die noch keinen haben oder generell eine schöne Idee brauchen, wie sie in Zukunft Adventskränze basteln. Ihr könnt aber natürlich auch zu jeder Jahreszeit irgendwelche Lichter in eure Wohnung stellen. Ja, für die ist das jetzt eine Idee. Der Adventskranz ist relativ schnell selber hergestellt. Der besteht aus einem Styroporkranz, den bekommt ihr im Bastelgeschäft oder aber auch ja, in jedem Floristik, in jedem Blumengeschäft. Und dann nehmt ihr Walnüsse, halbiert die und klebt die mit Heißklebepistole hier drauf. Wir haben dazwischen jetzt immer noch so ein bisschen Moos geklebt und anschließend noch so ein bisschen Deko. Ja, ihr seht hier diese roten Beeren, dann hier so kleine, ja, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert wird. Geschenke, Nikolaus. Also ihr könnt da wirklich frei verzieren. Und schon ist der Adventskranz eigentlich fertig. Und in der Mitte kommt eine große dicke Kerze. Und dann habt ihr ein ganz individuelles Adventsgesteck für die Weihnachtszeit. Also wichtig ist einfach nur, dass ihr die Walnüsse halbiert und dann hier drauf klebt, weil ansonsten kriegt ihr es natürlich nicht wirklich fest. Ja, und dann vergesst nicht, schön dekorieren. Schleifen rein, paar Kugeln rein. So unterschiedliche Materialien eben. Und dann ist der Adventskranz auch schon fertig. Ja. Und wenn ihr den Adventskranz so schön schnell fertig kriegt und den nicht nur für den Advents benutzen wollt, sondern generell über das ganze Jahr verteilt und das Ganze schön findet, gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video. Nummer 14 wartet auf uns.